Jo Leute, was geht? Wir haben ein neues Update für Vanguard und Vanguard Zombies heute am 22. Februar. Ich fange erstmal mit dem Zombie-Content an und hier hat sich etwas verändert, was sich viele Spieler gewünscht haben, und zwar, dass die Raygun stärker gemacht wurden. Hierbei wurde der Basisschaden von 300 auf 400 erhöht. Der Schaden von Pack-a-Punch Stufe 1 wurde dann von 600 auf 900 erhöht. Auf Stufe 2 wurde es von 1200 auf 1800 erhöht und auf Stufe 3 wurde der Schaden von 2400 auf 3600 erhöht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Steigerung. Das wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Und zusätzlich zu der Raygun gab es noch einen Patch für den Dezimator-Schild. Und hier ist es nämlich so, dass die Waffe jetzt bis Runde 12 One-Hit macht. Somit ist der Nahkampfangriff des Dezimator-Schilds auf jeden Fall wieder zu gebrauchen. Vorher war das ja so, dass du immer Two-Hit gemacht hast und in den hohen Runden konntest du die Waffe zumindest mit dem normalen Nahkampfangriff komplett vergessen. Ansonsten hat sich aber nichts getan beim Zombie-Modus, das war wirklich alles zum Zombie-Modus. Wir gehen jetzt nochmal auf den Multiplayer ein, denn da hat sich auch einiges getan. Beim Multiplayer haben wir einmal einen Blueprint, der gefixt wurde, der Rune-Blueprint. Hier hatte man Shadow Tracer, die nicht wie vorgesehen abgeschossen wurden. Diese wurden jetzt gefixt. Und es wurde ein Problem behoben, bei der man den Fortschritt bei der Waffenfreischaltung für die Wellgun, dass das nicht richtig getrackt hat. Das wurde zum Glück behoben. Also wenn ihr da Probleme hattet, dann solltet ihr die Wellgun auf jeden Fall jetzt freischalten können. Des Weiteren gab es noch einen Fehler, dass man bei der Gorenko, bei dem Scharfschützengewehr, die Atomic-Tarnung nicht ausrüsten konnte. Das kann man jetzt machen. Ansonsten gab es noch eine Balance-Anpassung, und zwar bei der MP40. Hier wurde die Schadensreichweite verringert, aber ansonsten gab es keine weiteren Waffenanpassungen, was auf jeden Fall nötig gewesen wäre. Ansonsten hat sich noch einiges bei den Killstreaks getan. Hier gab es bei dem Spionage-Abwehrflugzeug einen Bug, der es verhindert hat, dass man die V2-Rakete aktivieren konnte. Ist mir zum Glück noch nicht passiert, wäre auf jeden Fall sehr, sehr belastend. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Bug gibt, aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal hattet. Ist auf jeden Fall sehr belastend, wenn das passiert ist. Ansonsten der Mörserschlag. Hier haben wir eine Behebung eines Grafikproblems, das dazu führte, dass Rauch- und Feuereffekte mehr als einmal auftauchten. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann bemerkbar macht. Ein weiterer Fehler, der behoben wurde, ist bei dem Bomber, den man nach 7 Kills bekommt. Hier konnte es nämlich dazu führen, dass der Server-Schnappschussfehler auftritt, wenn man den aktiviert oder wenn er verwendet wurde. Des Weiteren haben wir dann bei den Kampfhunden einen sozusagen Audio-Hinweis, der uns anzeigt, dass ein verbündeter Kampfhund in der Nähe ist. Ich weiß nicht, wie sie das dann umsetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil man kann die teilweise echt schlecht unterscheiden, ob das verbündete oder gegnerische Kampfhunde sind, wenn man nicht das Perk Techniker hat. Ein weiterer Bug, der behoben wurde, ist auf jeden Fall einer, wo sich sehr, sehr viele Leute drüber freuen werden. Ich hoffe, es funktioniert dieses Mal wirklich richtig gut. Und zwar bei der Brandgranate Behebung eines Grafikproblems, das dazu führte, dass Rauch- und Feuereffekte mehr als einmal auftauchten. Wir hatten das hier zuvor, dass die Brandgranate gepatcht wurde und dadurch wurde sie aber noch extremer, und ich hoffe jetzt mal, dass die wirklich viel, viel weniger Rauch macht, weil diese Ausrüstung ist wirklich absolut komplett overpowered. Sie ist eine Rauchgranate, ein Termit, ein Molotow zugleich, und diese muss auf jeden Fall gepatcht werden. Ansonsten gibt es auch jetzt wieder das Kampftempo für den Hardcore-Spielmodi. Aktuell konnte man nämlich nicht die Spielerzahl filtern, ob man jetzt taktisch, Angriff oder Blitz spielt. Das kann man jetzt endlich wieder für den Hardcore-Modus machen. Das war's dann mit dem Update am 22. Februar. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video seht, dann wird dieses Update schon live sein und ihr könnt die bessere Raygun zocken und die Killstreaks haben sich verbessert. Auf jeden Fall ein gutes Update in die richtige Richtung. Aber mal sehen, wie es dann schlussendlich ist, wenn wir das zocken und testen. Es kann ja immer sein, dass diese Bugfixes nicht richtig funktionieren. Falls ihr in Zukunft solche News nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und jetzt würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.